Es geht tatsächlich um, doch eigentlich ist es auch wieder romantisch, weil wenn man nett lächelt und damit das Herz einer Frau erobert, weil man weiße Zähne hat. Du schaffst es auch, aus allem irgendwas Romantisches zu ziehen. Es geht ja darum, dass viele Menschen keine weißen Zähne haben, sondern sie eben etwas gelblich gefärbt sind. Und dann gibt es tausende von Produkten mittlerweile auf dem Markt, die die Zähne aufhellen sollen. Ich denke aber auch immer, oh, das greift doch bestimmt den Zahnschmelz an und macht irgendwie alles kaputt. Man das weiß es nicht. Ja immer. Ich habe neulich zu meinem Zahnarzt gesagt, kannst du da mal was machen? Da hat er gesagt, ich mache doch nicht deinen Zahn kaputt. Also wir testen jetzt verschiedene Methoden. Viele wünschen sich ein strahlendes Lächeln ohne fiese gelbe Stellen. Vor dem Test wird die Stärke der Verfärbungen eingestuft. Es gibt unterschiedliche Arten von Verfärbungen. In der Regel hängt das von den individuellen Gewohnheiten der Patienten ab. Genussmittel spielen eine große Rolle dabei, wie der Tee- und Kaffeekonsum. Nikotin spielt eine Rolle. Rotwein oder bestimmte Gewürze. Mit einer Farbskala lässt sich die genaue Farbe der Zähne von Josephine bestimmen. Dadurch, dass mein Kaffeekonsum und sehr hoch ist und ich natürlich auch rauche, habe ich natürlich sehr starke Verfärbung, was mich selbst stört. Und Alexander, der bekommt heute die professionelle Zahnaufhellung verpasst. An den seitlichen Zähnen habe ich doch schon ein paar Verfärbungen, die mir auch auffallen, wenn ich mir die Zähne putze. Und das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich die Zähne bleachen lasse. Der Farbvergleich zeigt, dass seine Zähne zwei unterschiedlich starke gelbliche Stellen aufweisen. Die mittleren Schneidezähne sind bei Alex relativ hell. Die seitlichen sind etwas dunkler, aber im Vergleich zum Durchschnitt hat Alex ein bisschen dunklere Zähne. Auch Nadine leidet sehr unter den vielen eher braunen Flecken auf ihren Zähnen. Ich trinke aber viel Tee und habe dann schon die Verfärbung. Ne? Schlimmste ist dann immer hier oben und ne, halt durch die Blonden dann auch, dass das dunkel ist. Und das stört mich schon sehr. Wir starten unseren Test mit dem Aufhellstift für 12 Euro. Er soll wie ein Make-up funktionieren und die Zähne rein optisch aufhellen. Wie weiß wird das jetzt? Also ich hoffe ja strahlend weiß, ne? Weil das bietet sich an, vor allem geht es super schnell. Nadine trägt den dünnflüssigen blauen Lack auf die getrockneten Zähne auf. Heller wird's schon mal. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ja, als wenn du so Deckweiß aus dem Farbkasten genommen hast. Nach mehreren Schichten Lack sind Nadines braune Stellen gar nicht mehr zu sehen. Im Moment sehen die halt sehr blau aus und das ist nicht der Effekt, den ich haben wollte bisher. Weiter geht's mit der professionellen Zahnaufhellung für 200 Euro. Alexander lässt seine Zähne mit einem speziellen Gel sowie UV-Licht behandeln. Bevor man eine kosmetische Zahnaufhellung durchführt, sollte man zunächst einmal die Risiken ausschließen, wie aktive Karies, freiliegende Zahnhälse und Zahnfleischerkrankungen. Nach einer Stunde Maulsperre hat er es überstanden und seine Zähne sehen jetzt viel heller aus als zuvor. Als nächstes ist die Kurkuma-Paste für 5 Euro an der Reihe. Josephine mischt sie aus je einem Teelöffel Kokosöl und Kurkuma zusammen. Wohl bekommt's. Mir graut's gerade davor, weil wenn ich mir das so angucke, appetitlich sieht es nicht aus. Mit der Paste einfach die Zähne vorne und seitlich putzen. Und nicht erschrecken, Bürste und Zähne werden gelb. Der Geschmack ist wirklich nicht meins. Es ist sehr unangenehm, sich die Paste auf den Zähnen zu verreiben. Danach lässt Josephine das Gemisch 5 Minuten lang einwirken, bevor sie sich noch einmal mit normaler Zahnpasta die Zähne putzt. Sieht sie schon einen Unterschied? Es macht den Eindruck, als wenn es wirklich heller geworden ist. Und ich hoffe, dass, wenn ich das jetzt öfters anwende, wirklich noch eine tolle Überraschung dabei rauskommt. 2 Wochen lang warten wir nun ab. Bringen die neuen Methoden wirklich etwas? Sieht ein bisschen weißer aus. Ach, der Geschmack ist immer noch unausstehlich. Ich hatte nur am ersten Tag nach dem Bleaching etwas empfindlichere Zähne. Wir treffen uns bei der Ärztin wieder. Nadine kommt mit dem Aufhellstift nun besser klar. Doch wirken die Zähne wirklich heller? Man sieht halt so einen bläulichen Effekt. Aber dass die Zahnstruktur an sich heller geworden ist, erkennt man nicht. Der Aufhellstift hält die Zähne nicht permanent auf, lässt sie aber für ca. 24 Stunden weißer und einheitlicher wirken. Also das war dann eher ein Lacheffekt, aber nicht für strahlende Lächeln, sondern weil es halt der Lacher war mit der blauen Farbe. Bei Alexander schaut die Ärztin nach, ob die Zähne nach der Aufhellung wirklich noch etwas nachgehellt sind, wie es sein sollte. Ich habe persönlich das Gefühl, sie sind noch einen Ticken heller geworden als direkt nach dem Bleaching. Nach der professionellen Aufhellung rechts sind ihnen 4 Töne heller geworden. Seitlich bleiben sie aber immer noch ein wenig dunkler. Wir gehen davon aus, dass eine Zahnaufhellung 2 bis 3 Jahre anhält. Hängt aber natürlich auch von den Lebensgewohnheiten des jeweiligen Patienten ab, ob er viel Tabak konsumiert, viel Tee trinkt, Kaffee trinkt.
Josephine hat die Kurkuma-Paste dreimal die Woche angewendet. Hat sich die Mühe gelohnt? Also bei Ihnen sieht man keinen großen Unterschied zu vorher. Nach zwei Wochen ist rechts im Bild nur eine minimale Verbesserung zu sehen. Josephine hat sich mehr erhofft. Paste anzurühren, den Geschmack zu ertragen, war wirklich mühselig. Und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und dass jetzt gar nichts passiert, ist doch schon schade. Unser Fazit. Der Favorit ist die professionelle Zahnaufhellung. Den zweiten Platz belegt der Aufhellstift mit dem kurzfristigen Effekt und das Kurkuma bleibt dann doch lieber in der Küche.